meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich wurde getaggt zum 8 Gripping Books Tag und zwar von Leo von Dunkle Bunte Träume und Carina Bone and Books. Außerdem auch von der lieben Paddy. Ich verlinke euch alle drei Kanäle in der Infobox und versuche daran zu denken, vielleicht auch die Videos dazu zu verlinken. Aber wenn, dann gibt es einfach auf der Kanalsuche ein, dann findet ihr den Tag von den Mädels und könnt da mal vorbeischauen. Ich fand den Tag ziemlich cool. Er hat 8 Fragen und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit Frage Nummer 1. Du sitzt auf der Terrasse, die Sonne scheint dir ins Gesicht, die Vögel zwitschern und du riechst frisch gemähtes Gras. Oh Gott, ich liebe frisch gemähtes Gras. Diese Vorstellung geht mir gerade richtig runter wie warme Butter. Welches Buch liegt auf deinem Schoß? Welches Buch liegt auf deinem Schoß? Ja, da habe ich erstmal überlegt und habe dann gedacht, so die Atmosphäre und alles, was hier gerade so in diesem Szenario beschrieben wird, da muss es auf jeden Fall eine romantische Liebesgeschichte oder irgendwie sowas in der Art sein und habe mir dafür rausgesucht, Caroline und West, überall bist du. Das Ganze hat die liebe Mona ja so krass empfohlen und jetzt dachte ich mir, ja, das ist das Buch, was theoretisch bei so einem Szenario bei mal bei mir auf den Schoß liegen muss. Und ich freue mich hier schon riesig drauf. Das ist ja auch so eine New Adult Liebesgeschichte. Hier geht es um die Studentin Caroline und da der Freund macht mit ihr Schluss. Oder sie macht mit ihrem Freund Schluss. Genau, sie macht mit ihrem Freund Schluss. Und er rächt sich dann und postet intime Fotos von ihr im Internet. Und ja, das zerstört eigentlich so alle ihre Träume und ihre Ideen für die Zukunft. Und dann möchte sie eigentlich, also dann kommt so ihr geheimnisvoller Nachbar so nach und nach in ihr Leben. Aber eigentlich möchte sie gar nichts mit dem zu tun haben. Denn dieser scheint eine ominöse Vergangenheit zu haben. Aber wie das Schicksal dann so spielt, kommen sie sich irgendwie trotzdem näher. Was es damit auf sich hat und so weiter und so fort, müsst ihr natürlich selber lesen. Ich freue mich hier schon sehr drauf. Und das ist tatsächlich mein Buch, was ich mir für ein solches Szenario sehr gut vorstellen könnte. Zweitens, du hast gerade ein heißes Bad genommen, wickelst dich in deinen Bademantel, zündest Kerzen an und kuschelst dich mit einem Tee unter die Bettdecke. Welches Buch ist deine gute Nachtgeschichte? Tatsächlich habe ich gerade ein Buch, was häufig auf meinem Nachttisch oder gerade auf meinem Nachttisch landet. Und zwar ist das kein geringeres als Schöne Mädchen brennen nicht. Vielleicht nicht die optimalste gute Nachtgeschichte, weil es ein Thriller ist, wobei ich glaube, dass es ein nicht blutiger Thriller sein wird. Wenn es dann doch so sein würde, dass es blutig wäre, hätte ich, glaube ich, nachts ein tatsächliches Problem. Aber mit dieser Entspannung, die hier bei diesem Setting beschrieben wird, werde ich trotzdem gut schlafen können, da glaube ich ganz fest dran. Hier geht es ja um ein junges Mädchen, wo eine der besten Freundinnen sozusagen stirbt und sie möchte sozusagen auch herausfinden, was mit ihr passiert ist und so weiter und so weiter. Gefällt mir bis jetzt ganz gut, ich habe schon angefangen, bin aber noch nicht ganz so arg weit gekommen. Ich habe übrigens dieses hübsche Lesezeichen bei der lieben Juliet gesehen oder ein so ähnliches, irgendwie so. Und dann war ich selber in der Meierschen und habe gleich geguckt und habe diese hübschen Lesezeichen alle entdeckt. Für alle, die immer fragen, das ist aus der Librix-Serie. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, aus dem Moses Verlag. Ich hatte nämlich die Frage auch schon häufiger gekriegt. Juliet hat sie auch schon beantwortet, aber ich habe sie auch häufiger gekriegt. Und ja, schaut da mal vorbei, das sind diese coolen Lesezeichen mit Gummibändern. Wahnsinnig praktisch für die Tasche. Und ja, das ist meine gute Nachtlektüre. Drittens, du sitzt im Zug auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit. Welches Buch lässt dich deine Haltestelle verpassen? Also ich sitze meistens ja im Auto, von daher habe ich jetzt mal so ein bisschen pragmatischer gedacht und habe überlegt, welches Hörbuch mich meine Ausfahrt oder ähnliches verpassen lassen werden würden konnte. Hat das Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Tatsächlich höre ich gerade als Hörbuch Dark Angels Summer. Ich habe mir jetzt überlegt, das Buch steht ja auch schon so wahnsinnig lange und jetzt wird es einfach Zeit, es endlich mal zu lesen. Und dann dachte ich so, warum nicht als Hörbuch hören? Und somit ist das hier auf mein Handy gewandert und mein aktuelles Hörbuch und gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Ich bin gespannt. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz drin, um zu verstehen, was das alles so auf sich hat. Aber ich denke mal, das wird schon noch kommen. Hier geht es ja um zwei Schwestern und sie sind einmal im Jahr für 33 Tage lang gleich alt. Dieses Jahr sind sie beide 17 und dann besuchen sie mit ihrer Mutter zusammen die Oase ihrer Kindheit. Und was dort alles passiert, das werde ich wohl herausfinden, wenn ich es weiter höre. Aber das wäre das Buch, was mich den Weg zur Arbeit vergessen lassen würde. Viertens,
Heute lief alles rückwärts und bergab. Erst hast du den Kaffee über deine neue Lieblingsjeans gekippt und dann hast du noch den Bus verpasst. Welches Buch stimmt dich wieder positiv? Ich habe tatsächlich heute meine neue Lieblingsjeans an. Hier, das ist diese. Könnt ihr sie sehen? Sie ist voll schön. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall, die habe ich mir gerade erst neu gekauft und bin sehr zufrieden mit diesem Kauf. Kann ich euch nur empfehlen. Sowieso, ich liebe Only Jeans einfach. Sie sind so bequem und haben immer die passende Länge, weil es sie einfach in unterschiedlichen Längen gibt. Aber darum soll es gar nicht gehen. Weiter geht es mit Frage 4. Welches Buch würde mich wieder positiv stimmen? Und da habe ich mir rausgesucht Monday Club. Das erste Opfer, das steht jetzt hier stellvertretend für den zweiten Teil, den ich ja noch nicht gelesen habe und den ich ja bald lesen möchte. Irgendwie hatte ich den gerade nicht griffbereit und war dann zu bequem, ihn zu holen. Und somit habe ich den ersten Band einfach gewählt, weil ich dachte, der wird euch genauso gut erklären, was ich möchte. Ich glaube, dieses Buch würde mich einfach wahnsinnig davon ablenken, wie blöd der Tag gelaufen ist und würde mich dann in eine Welt hinführen. Und wenn sie mich wieder entlässt, dann würde es mir besser gehen. Das ist auf jeden Fall meine feste Vorstellung von den Geschichten von Christina Kuhn. Fünftens, du hast Liebeskummer. Welches Buch lässt dich die Krise überstehen? Es ist echt schon lange her, dass ich Liebeskummer hatte, aber wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich wie damals, als ich Liebeskummer hatte, Liebeskummer haben würde, oh Gott, das war sehr kompliziert, dann weiß ich natürlich sofort, welches Buch mir helfen würde und alle, die mich gut kennen, die wissen es wahrscheinlich auch, nämlich Die Auserwählten im Labyrinth. Und warum ist das so? Weil ich absolut dermaßen doll in meinen Book-Boyfriend Thomas verliebt bin und meine Liebe zu ihm würde jeden Liebeskummer verblassen lassen, denn ja, es gibt einfach nichts Reineres und Schöneres als die Liebe zwischen Thomas und mir. Und somit ja, würde es mir danach, glaube ich, absolut sofort und ganz mega schnell besser gehen und ich, ja, ich liebe diesen Typen einfach nur. Ich finde ihn richtig klasse und ich freue mich darauf, dass ich jetzt bald Kill Order lese und bald Phase 0 rauskomme und noch mehr von Thomas haben werde. Das muntert mich so ein bisschen auf und stimmt mich sehr, sehr fröhlich und somit kann es gar kein Liebeskummer in meiner Welt mehr geben. Du sitzt allein in einem Café mit deinem Buch. Plötzlich spricht dich ein junger, attraktiver Mann an und offenbart seine Missgunst gegenüber deines Current Reads. Wie überzeugst du ihn von der Qualität der Geschichte? Ich würde tatsächlich in diesem Moment natürlich lesen. Ich fürchte mich nicht, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich meinem liebsten Liebenden kennengelernt habe, war das eins der Bücher, die ich gelesen habe? Nein, das stimmt nicht. Aber nein, das stimmt wirklich nicht. Das, was ich gelesen habe zu dem Zeitraum, war, glaube ich, House of Night. Ich weiß nicht. Davon könnte ich tatsächlich, glaube ich, keinen Mann so wirklich überzeugen. Deswegen habe ich mir einfach mal, ich fürchte mich nicht, rausgepickt. Und ich kann euch sagen, ich würde jedem Mann mit dem Argument sowieso schlagen, denn ich sage, dieses Buch hat ganz viele Ähnlichkeiten mit X-Men in meinen Augen. Da spielen ganz viele Facetten mit ein und es spielt in der Zukunft. Es hat was mit, ja, mit Gewalt, Krieg, Militär und allem zu tun. Ich glaube, jeder Mann würde sofort neugierig werden. Und natürlich ist ja ein Hauch von Liebe, aber in welcher Geschichte ist das nicht? Es ist ja selbst in jedem Superheldenfilm irgendwie der Hauch von Liebe vorhanden. Von daher kann kein Mann sich dessen entziehen und würde natürlich sofort mit auf den Zug aufspringen und sagen, okay, gute Geschichte. Siebtens, du hast eine Leseflaute. Welche Buchempfehlung würde dich aus deinem Lesetief ziehen? Tatsächlich habe ich mir da ein Buch rausgesucht, wo die Nation sich spaltet. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es jeden aus seinem Leseflaute holen würde, einfach weil es so locker leicht ist und einen einfach auf Wolke 7 schweben lässt. Und zwar Obsidian, Schattendunkel. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich finde einfach, das ist ein Buch, das liest man so schnell, da fällt man so leicht auf Wolken in die Geschichte hinein und fühlt sich einfach pudelwohl in der Geschichte. Und von daher ist es für mich ein Buch, was absolut Leseflaute überwinden kann und verscheuchen kann. Und ja, das ist meine absolute Leseflautenempfehlung. Und zu guter Letzt ein Buch, das du jedem ans Herz legst. In welchem Buch ist es deiner Meinung nach für jeden ein Seelenverwandter dabei? Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden, was wahrscheinlich nicht so viel mit Seelenverwandtschaft zu tun hat, als mehr damit, dass jeder seine Kindheit darin wiederfindet, aber auf eine etwas erwachsenere Art und Weise. Und zwar So rot wie Blut von Salla Simuka, weil das halt die Geschichte von Schneewittchen ist, aber wirklich als Teenager
Also für Teenager oder junge Erwachsene oder auch ja, ältere Erwachsene. Und hier kann man tatsächlich sich in die Geschichte fallen lassen. Man hat hier den Hauch von Spannung, man hat hier den Hauch von Märchen und das ist absolut cool. Ich mochte es sehr, sehr gerne, von mir tatsächlich 5 Sterne und von daher ist das für mich eine absolute Leseempfehlung. Ich finde auch Lumikey total cool und jetzt hat es geklingelt. So, ich bin zurück. Das war der Postbote, aber hat leider nichts für mich gebracht, sondern nur für die Nachbarn. Aber naja, egal. Man muss ja nicht jeden Tag was bekommen. Ich kriege, glaube ich, morgen was, weil ich mir Fachliteratur für die Arbeit bestellt habe. Aber egal, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das war's, glaube ich, schon von mir und diesem Tag. Ich habe alle 8 Fragen beantwortet. Ihr findet alle genannten Bücher in der Infobox. Und ich würde sagen, jetzt tagge ich nochmal munter drauf los. Und zwar tagge ich die üblichen Verdächtigen. Sarah Bow, Miss Buchnerd, Christelle, Andi und Laura, dann tagge ich noch Malle und Lena und Nini tagge ich auch und ich weiß gar nicht, wer den Tag schon alles gemacht hat oder nicht alles gemacht hat, aber ich tagge einfach mal It's All Starts with Harry, heißt sie so, und Alles begann mit Harry gibt es auch noch, die beiden haben sehr ähnliche Namen. Dann tagge ich Black, White, Red, also Nicola, dann tagge ich natürlich auch Clary, Franzi, Jenny von Regenbogengarten und ich tagge David, falls er das noch nicht gemacht hat, von Bookchown und es gibt da auch noch einen anderen Jungen, ich komme nur nicht auf seinen Namen. Ich schreibe mal noch so ein paar Namen, die mir jetzt partout nicht einfallen wollten, in die Infobox, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Falls ich euch irgendwie vergessen habe, weil es gibt auch neuere, die ich gern taggen würde, aber auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Hier Reading Teabag, heißt sie so? Tammy heißt sie, glaube ich. Ich bin gerade etwas überfordert mit den neuen. Ich gucke da zwar ganz oft mittlerweile auch vorbei bei den neuen, aber ich habe die Namen noch nicht alle so auf dem Schirm. Deswegen halte ich das jetzt erstmal unter Vorbehalt und verlinke einfach die Leute oder schreibe die Leute in die Infobox. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, die neue Kanäle entdecken wollen. Und von daher gibt es dann auch noch, wie heißt sie denn? Gigi? Ich schreibe das hier rein, glaube ich, vielleicht bei ihr noch, weil sie mir ganz wichtig ist. Die ist nämlich ziemlich cool. Ich mag die sehr gerne. Ich schreibe das in die Kommentare, in die Infobox. Schaut da vorbei, falls ihr neue Kanäle auch mitentdecken wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bye!